Da ist offensichtlich jemand drin. Geht nicht auf. Where are you going? Wollte mich eigentlich vorbeischleichen. Someone such as yourself. You were more useful as a lab rat. But alas, it seems I'm not long for this world. It's a shame, really. There was so much I wanted to do. Off you go, then. Be seeing you. Emergency decontamination in effect. Okay, er stirbt jetzt, oder was? Also das ist sein Ende. Vielleicht finden wir ihn auch nochmal wieder. Also das würde mich wundern, wenn wir den nicht nochmal wiedersehen. Ja, der ist ja jetzt gebraten worden, da drin. Er hat es aber mit Fassung getragen, muss man ihm ja lassen, ne? Ah, Mist. Ah, guck mal. Ah, können wir noch nicht rein. Schade. Ich weiß nicht, ob man hier nochmal zurückkommt. Könnte natürlich sein, dass das... Ja, ich hoffe, wir kommen nochmal zurück, aber das scheint mir so eine Situation zu sein, jetzt geht hier alles vor die Hunde, vielleicht kommen wir nie wieder zurück. Ich bin sehr neugierig, würde gerne wissen, was da drin war. Okay, der gute alte Aufzuglade-Moment. Oh, ich habe keine Füße. Ich bin mir nicht sicher, ob der Aufzug wirklich zwischen den Etagen so hin und her fährt. Das sind hoffentlich Schaufensterpuppen. Okay, sind wir gerade draußen? Oh ja. Oder? Nee. Eingangshalle. Fuck. You are quite the wayfarer, aren't you? Mhm. Escaping all that hubbub. With all you've been through, I'm impressed. It seems I neglected to introduce myself. Völlig richtig. Very unprofessional of me. I'm Mr. Smythe. Du bist Mr. Smythe, okay. Haben sie nicht eine Fliege nach dir benannt? Ich glaube ja. Now I'm sure you have many questions. And perhaps someday I'll answer them. But for now, Wayfarer, let's not stand on parade. Since I'm all for giving one a sporting chance, I've unlocked the doors. Go. Das ist aber nett. And remember, mind the gap. No signal. Okay. Mind the gap, das klingt jetzt auch wie so ein Codewort eines Hypnotiseurs, der will, dass man irgendwas macht. Ich kann mich nicht... Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Gerade stand ich steif. So. Oh, guck mal, der hat sogar so eine englische Erster Weltkriegsuniform an. Ich weiß ja gar nicht genau, in welchem Jahr wir jetzt spielen. Guten roten Telefonzellen, Handys gab es noch nicht. Protect and Survive. Oder waren das vielleicht Telefonzellen mit doppelter Funktion? Survival und Telefonieren? Ich gucke mich hier natürlich in Ruhe um jetzt, ist doch klar. Wir haben keine Eile, glaube ich. Sights of London. Souvenirs. Das ist mit Sicherheit auch ein Ort, den es in echt gibt. Oder diese beiden Löwen kommen mir sehr bekannt vor. Ich weiß nicht genau, vor welchem Gebäude die stehen, aber irgendwie kommen die mir bekannt vor. So ein paar radioaktive Fässer hat man hier einfach eingelagert. Warum nicht, ne? Sehr schwere Türen. Was war das? London's Outfitters. Okay, ein Klamottenladen.
Ja, London natürlich auch eine der ganz großen Stilmetropolen Europas. Okay. Four Leaf Clovers. Hallo. Da geht's nach oben. Okay, hier finde ich doch bestimmt was. Purified Water. Ding Dong. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Fragen. Telefon. Oh hier, der Computerterminal ist aktiviert. Welcome to... Ach, das ist The Shard. Okay. Das ist ja wirklich so ein Gebäude in London. Management Reminder. Subject, welcome to The Shard. Attention all staff. Welcome to The Shard, London's premier luxury hotel and residence. We extend our warmest greetings to all guests arriving during this tumultuous time. Rest assured, your comfort and safety are our top priorities. Please enjoy your stay and do not hesitate to contact our concierge team for any assistance you may require. Thank you for your cooperation. Best regards, The Shard Management. Throw the peasants out. Attention all staff. In light of the ongoing resource war and heightened security measures, it is imperative that we maintain strict access protocols. Please remember that individuals of lower standards or class are not permitted entry into the building under any circumstances. Report any breaches immediately to security personnel. Thank you for your cooperation. Maintenance update. We are experiencing minor issues with plumbing in several guest rooms on the 12th floor. Maintenance has been informed and is currently addressing the situation. Guests affected have been relocated as per protocol. This needs to be fixed within the week or you can find yourselves another job. Thank you for your attention to this matter. As we continue our valiant defense against unexpected visitors and mice, let's ensure our hotel remains impenetrable. Keep the access points to the shard locked tighter than a jar of Warmite and report any suspicious characters, human or mice, pronto. Thank you for any for your cooperation. Okay, also wie auch im Original, wo es ja meistens auch dieser Zynismus ist, der in dieser Welt wohnt, der über diese Terminals dann sichtbar wird, ist das hier auch schon so. Der Umgang mit Angestellten, mit Menschen im Allgemeinen, alles sehr verachtend im Grunde. Und das scheint hier in London nicht anders zu sein als in Expired Cigarette Pack, okay, als in Amerika. So, was haben wir hier unten noch? Guck mal hier, Underground London Bridge, da geht's direkt zur U-Bahn. Da werden wir mit Sicherheit auch viel Zeit verbringen, nehme ich mal an. Stimpaks, guck mal hier. Siehst du? Lohnt sich in jede Ecke zu gucken. Es wird belohnt. Trotzdem werden wir natürlich jetzt die Sachen übersehen. Ich kenne mich doch. Warte mal, hatte ich da unten geguckt? Ja. Paintbrush. Ich muss erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, welches Loot es wert ist, gesammelt zu werden. In diesem Spiel. Bei Fallout 4 hätte ich da jetzt ein Gefühl für. Wenn man viel craften möchte, hier ist das noch nicht so bei mir. So, wir wollen natürlich alle Wege mitnehmen. Jetzt bleiben wir erstmal auf dieser Ebene. Das sind das die Toiletten vermutlich, ne? Da gibt es auf jeden Fall hier immer... Na gut, Scheren brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das erwartet mich hier. Molotow-Cocktail. So, wo ist die Darmtoilette? Ein weiter. Brauche ich auch alles, insbesondere diese Bloodies, ich nehme jetzt erst, das ist so diese klassische Ding, erstmal alles einpacken, ne? Und am Ende schmeißt man das eh alles raus. Oder man lagert es ein, um die Rohstoffe daraus zu generieren und irgendwas anderes zu bauen. Wollen wir mal erstmal die vorderen Treppen nehmen. Führen die auf dieselben Ebenen. Oh, guck mal hier. Aha, da komme ich doch da rein. Das ist ja fast schon Secret, was wir hier entdeckt haben. Guck mal. Oh ne, lol. Halt überhaupt nicht. Die Tür ist offen. Das ist ein Fotostudio oder was? Ganz viele schöne Hüte. Top Hat, da haben wir schon zwei schöne Hüte gesammelt. Ach ne, das ist ja dieser Einkaufsladen. Ich hatte ja gelesen, was da stand. Tolle Wurst. Ich habe gedacht, ich habe was Tolles gefunden. Habe ich gar nicht.
Aber das ist doch eine Fotokabine. Ah ne, das ist eine Ankleidekabine. Nils, was ist los mit dir? So, da waren die Klos. Gehen wir nochmal hier hoch. Okay. So, da fahren wir mit dem Lift. Lass mich noch einmal ganz kurz gucken. Ob hier noch irgendwas war. Nö, bevor wir eventuell dann da rauskommen. Nö. Nehmen wir nämlich an, wenn wir jetzt den Fahrstuhl nehmen, dann sind wir erstmal raus. So, let's go. Wunderbar, dass die Fahrstühle noch alle funktionieren. Da oben kommen wir leider nicht hoch. So, wenn es jetzt hier eine zweite Tür gibt, wird sich wahrscheinlich die Tür auch an der anderen Seite öffnen. So ist es. Oh fuck. Ich habe noch keine Waffe. Ja gut, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Werfe ich einmal, dann sind sie weg. Okay, ich bin sehr stark. Aber die Musik ist schon ein bisschen... Klingt schon ein bisschen gefährlich. Fuck. Au, die können ja richtig gut springen. Au. Das habe ich genau gesehen. Geil. Warum weide ich die aus? Ich weiß es noch nicht. Ich nehme erstmal alles mit. Okay, Schweinebande. Hier ist verriegelt, da werde ich nicht durchkommen. Hier auch verriegelt. Da komme ich auch nicht durch. Die Musik ist wirklich gruselig. Da komme ich auch nicht durch. Mist. Alles zu. Oh no, siehst du schon wieder die zweite Tür, die ich verpasse? Okay. Offensichtlich eine LAN. Mist, Mist, Mist. Ah, okay, hier kann ich was machen. Ich hoffe mal, das ist jetzt das gleiche System. Ja. Oh. Oh, haha. Hui. Oh. Was ist hier los? No to read. Do it. Was? Kann ich nicht das Messer nehmen? Doch. Da steht nur du. Oh Gott, tschüss. Wie jetzt du it? Leatherback. Was heißt das? Du it? Soll ich anfassen oder was? Soll ich springen oder was? Do it? Das kann ja eigentlich nur springen heißen. Ich mache natürlich jedes Mal Quick Save. Da unten ist ein Springbrunnen. Der will, dass ich in den Springbrunnen springe. Naja, dann machen wir das. Geronimo! Oh, fuck. Fuck. Aber perfektes Bullseye. Perfekt getroffen. Aber das war offensichtlich nicht seine Idee. Hä? Warte mal. Was meint er denn mit Do It? Warte, erstmal nochmal auf das Gelände rauf, bitte. So. Da war ja unten noch, aber da wäre ich auch zerschellt. Vielleicht da auf der Seite. Au. Zerschellt. Wenn ich da jetzt raufgespielt, vielleicht hätte das geklappt. Aber ist das denn wirklich das, was das Spiel von mir verlangt? Da seht ihr, da meine ich, da ist noch so eine Stufe. Ich probiere es einfach nochmal, bevor ich hier lang überlege. Impulsiv. Da.
Okay, nee, das war's. Da bin ich aber direkt strangerweise gestorben. Naja, das meinte er offensichtlich nicht mit Do It, aber ich, das Kabel hier auch nicht. Ich glaube, das Messer kann ich doch jetzt aber nicht großartig. Nö. Was können wir noch machen? Do It stand da nur drauf. Jetzt müsste ich gleich nochmal zurückgehen. Also da ist der Springbrunnen. Vielleicht muss ich aber auch dagegen springen. Und dann da so rauf. Und dann über dieses... Nee, das ist alles Quatsch mit Soße. Ich muss ja runter. Genau, ne, ich guck wieder. Was meint er denn mit Do It? Hier ist ja ansonsten nichts mehr. Hier hätte ich vielleicht noch irgendwas bekommen, was Schönes, darf ich aber nicht. Vielleicht muss ich mit dem Strom auch noch irgendwas machen. Hier geht's einfach wieder runter, inaccessible. Nee, wir können jetzt ja nicht wieder runterfahren. Das muss irgendwas. Hier geht's doch weiter. Die Frage ist nur, wohin. Ich kann jetzt nicht einfach in 1000 Richtungen springen. Nope. Das war's auch nicht. Ich glaube, das Wasser ist auch nicht tief genug, als dass es so einen Sprung aus 50 Metern abbremsen würde. Was genau willst du von mir? Also das Runterspringen habe ich jetzt auf verschiedenste Art versucht. Das. Die Notiz ist leider runtergefallen. Also ich habe da noch mehr stand. Eventuell stand da auch noch mehr. Aber das. Oh, wird es ja wohl nicht sein. Ist da unten noch irgendwas? Oder kreucht. Nee, das dampft irgendwas. Oder ist das... Ich frage mich gerade, das kann ich von hier oben nicht erkennen. Ist das der Ort, aus dem ich gekommen bin? Ja, ne? Kann natürlich auch sein, dass es... Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der Ort ist. Aber es sieht irgendwie so aus. Von der Aufteilung her. Es ist wahrscheinlich der Ort. Diese beiden Rolltreppen, da links und rechts die Geschäfte. Also ich nehme an, das ist... Das ist da, wo ich rausgekommen bin. Von der muss ich da wahrscheinlich eh nicht wieder hin. Sondern woanders. Aber wo? Was genau willst du von mir? Bums. Ich fahr nochmal runter. Guck mir das nochmal an. Do It stand da nur. Do It, do it, do it. Aber was? Ich habe jetzt ja auch kein Item bekommen. So, jetzt ist die andere Seite. Lass mich mal eben gucken, ob das... Ja, da ist der Springbrunnen. Von da, da bin ich natürlich dann jetzt mehrfach drauf zerbrochen. Aber dann kann das ja nicht the place to be sein. Ja, da oben, da ist das... Kabel, da oben waren wir. Das ergibt ja auch keinen Sinn, dann wieder hier runter zu wollen. Aber was kann denn hier noch sein? Ich hätte gedacht, da geht es ganz normal weiter. Was haben wir hier denn noch? Do it, sagt er. Do it, do it, do it. Do what? Hier ist vielleicht noch was? Nope. Fußball. Pre-Wash. Oh, Camera. Dirty Camera.
Das ist natürlich jetzt hier. Ich nehme den einfach mit, ich kann nicht anders. Vielleicht müssen wir den später einfach irgendwo runterwerfen und gucken, wie der aufprallt. So, also es muss der Fahrstuhl sein. Ich check noch nicht ganz. Vielleicht muss die Tür auf der anderen Seite dann aufgehen. Auf der anderen Seite des Fahrstuhls. Dann kommen wir nach oben und dann? Da müssen wir halt irgendwas machen. Do it. Ich fahre nochmal hoch. Ich finde gerade noch nicht so die Lösung. So, was habe ich hier übersehen? Die Türen habe ich alle geprüft. Ist hier noch irgendein Gang, irgendwas, was ich übersehen habe? Wir kommen in diesen Computerraum nicht rein, nur mit Stärke 7. Kein versteckter Schalter. Kein... keine Tür. Strength too weak. Ja, was machen wir denn jetzt? Da wäre halt noch irgendwas zu tun. Hier kommen wir halt auch nicht rein. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch nichts großartig bekommen, was ich da jetzt hätte würde anwenden können. Hier ist kein Knopf. Stehen wir im Schlauch. Vielleicht. Ne, der ist jetzt auch wieder zu. Das gibt's doch gar nicht. Hat der hier. Ist vielleicht irgendein Item? Ne. Das ist einfach nur die Tür. Das bringt mir gar nichts, wenn die aufgeht. Also es ist auch nicht. Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, ich mach mal Folgendes. Das ist vielleicht. Hätte ich vielleicht viel früher mal machen sollen. Wir gehen mal auf die Quest. Find a way out. Ja, schade. Use the lift. Ja. Find a way out. Use the lift. Das haben wir gemacht. Da oben kommen wir auch nicht hin. Was machen wir jetzt? Do it. Das ist ja auf jeden Fall ein Hinweis. Ich habe das Gefühl, ich hänge ein bisschen fest. Du hast jammed. Also irgendwas muss ich doch, vielleicht muss ich doch das Kitchen Knife da reinstecken oder was, damit das einen Kurzschluss gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ja auch nichts. Molotov Cocktails bringt wahrscheinlich überhaupt nichts. Die hätte ich auch schon vorher nutzen können. Was genau willst du von mir? Also, wir haben die Sachen, das bringt dir, das war das Silber, was da drin steckte, dieses Silber. Also, ich habe das Einzige ist dieser Molotov-Cocktail. Das muss ja aber auch ohne den Molotov-Cocktail, das kann's ja, der Karren kann es ja nicht liegen. Was genau willst du jetzt von mir? Was genau willst du von mir? Sich dagegen... Nee, das ist Quatsch mit Soße. Also wenn... Vielleicht gibt es ja noch eine zweite... irgendeine Ebene, auf die ich mich droppen kann, aber das... habe ich ja alles gerade gemacht, hier auch. Da bin ich ja raufgesprungen auf das Ding. Dann das Einzige ist, das ist halt, da gibt es ja noch diesen Löwenkopf. Aber da werde ich auch dran zerschellen. Das werde ich ja nicht überleben können. Was genau will der von mir? Ich check's gerade nicht. Ich check's wirklich gerade nicht. Do it. Vielleicht ist er, ich probiere jetzt mal auf den Löwenkopf. Ne, da, also da werde ich auch zerschellen.
Es ist unmöglich, dass ich das überlebe. Da ist ja vor allem auch nichts. Das ist ja keine Tür oder so. Also da haben sie direkt zu Beginn, finde ich, relativ knackiges Rätsel eingebaut. Das ist aber auch die Verarsche, dass das da gar nicht weitergeht. Do it. Also ich schmeiße jetzt einen Molotow-Cocktail gegen, ansonsten habe ich überhaupt gar keine Idee. So, warte. Der muss auf, glaube ich, auf alt sein. Das ist meine, die pure Verzweiflung. Die pure Verzweiflung. Das ist natürlich klar, war, dass das nichts bringt. Muss ich auch noch was snacken hier. Hab ich mich schon wieder selbst verletzt. Meine Güte! Was ist hier der Gag? Was willst du von mir? Habe ich was übersehen? Keine Ahnung. Ich sehe mich unten nochmal um. Vielleicht ist in der Zwischenzeit irgendwas verändert. Irgendeine Tür aufgegangen, irgendein Stromkreis. Habe ich irgendwas gemacht? Ist die Notiz hier irgendwo noch zu finden, die da runtergefallen ist? Vielleicht, wenn wir nochmal wieder zurückgehen. Ist die Notiz hier irgendwo? Ist sie das? Nee, ne? Warte, das muss ja auch eher am Brunnen noch sein. Hier, wenn überhaupt, aber ich glaube, das ist auch zu vernachlässigen. Also, was ist genau das Problem? Lass uns nochmal gucken. Was ist denn, wenn wir hier oben nochmal gucken? Ist alles zu, ist alles zu. Oh, das nehmen wir natürlich gerne mit. Aber ist auch nichts. Gucken wir mal auf die andere Seite. Ey, sag mal, bin ich bescheuert? Okay. Jetzt kommen wir vermutlich in der U-Bahn. Welcome to the Shard. Brauche ich nicht, die ist leer. Oh Gott, die muss ich besiegen im fairen Zweitkampf. Angenagt. Au. Okay, wir müssen leider mal einen Stimmy opfern. Die haben mich in so Rattengift getunkt. Sehr unangenehme Gesellen. Ist der denn hier? Ja. Also. Ist das sauer? Lecker. Ah, warum auch immer da eine Toothbrush drin ist, los, geh auf. Aluminium ist in Fallout 4 eine wichtige Ressource. Keine Ahnung, ob die hier eine Rolle spielt. Komm ich da nicht rein? Geschlüpft? Nope, schade. Was hier? Hier reingeschlüpft? Nee. Alles zu. Ich dachte, das wäre ein Baseballschläger, aber es ist es nicht. Ah, nehmen wir nur ein Bier mit hier. Da ist ein nächstes Rattengesindel. Oh, guck mal, da geht's raus. Schleichen wir uns mal von hinten an. Oh Gott, die sind zu zweit.
Mehr her, trau dich, Känguru. Links-Rechts-Kombination, sehr schön. Cash Register. Okay, hier ist wieder so ein Desk-Fan. Die sind in Fallout 4 relativ brauchbar. Was ist Jimmy? Was sind das Kondome oder was? Oh, gut, vielleicht brauchen wir die ja noch. So, da können wir uns immer reinhacken hier. Ah, dumm. Ja, was? Oh, es ist doch Quatsch mit Soße. Was soll das denn jetzt? So. Endlich. Das nehmen wir einfach alles. Und zum ersten Mal haben wir eine Waffe. So. Na gut. Sehr, sehr schön. So. Kann die Ratten zwar auch ganz gut wegboxen, aber es macht doch viel mehr Spaß, mit einer schönen 9mm in der Hand zu diskutieren. Hier rüber springen. Hier ist eine kleine Bar. Oh, die sieht aber schön aus. Sehr viel Bier, aber man kann nicht das... Pre-War Money nehme ich immer mit, weil das wiegt nix. Vielleicht kann man, die sind alle empty. Warum? Ach, Rumbottle kann man zur Not bestimmt auch verkaufen. Scotch, Whisky. Kann man bestimmt zu Geld machen. Oder selber trinken. Was ist das da? Sieht auch aus wie eine sehr edle Flasche. Sehr edle Weinflasche. Nehme ich einfach mal mit. Vielleicht werde ich noch zum Weinhändler. So. Happy Birthday! Guck mal. Ja. Ich werde jetzt nicht mehr mit denen diskutieren. Die Geburtstagskuchen waren schon alle vor. Pink Waffles. Was auch immer das ist. Oh, Leihfahrräder. So, dann gehe ich doch davon aus, dass die so nett sind und mich dann mal durchlassen würden. Durch diese Kontrolle hier, da komme ich doch bestimmt easy durch. Oh, warte mal, da ist noch ein grünes Exit-Schild. Also der Exit ist, genau, das war das. So, komm, jetzt lass mich da mal einfach hier so rüber jumpen. Das muss doch möglich. Hallo? Haben die da extra dieses Band gespannt, damit ich da nicht einfach rüberhüpfen kann? Oder wie darf ich das verstehen? Kann ich denn hier ein Ticket kaufen? Ich hätte gerne ein Ticket kaufen. Entschuldigen Sie, junge Frau. Stellen Sie sich doch nicht so an. Das ist hier wirklich alles mit dem Ziel so versperrt worden, dass man da nicht rüberkommt. Sonst hätten die dieses Seil nicht, oder? Naja, das ist schon extra so gemacht. Sonst hätten die das Seil gar nicht gespannt. Wenn man da einfach rüberhüpfen sollte, dann... hätten sie sich das gespart. Guck mal, da ist so ein Tresor. So, ich muss aber leider an dieser Stelle eh aus Zeitgründen erstmal Feierabend machen. Das war ein kurzer erster spontaner Blick. Wir haben die Version wirklich in allerletzter Sekunde gesehen. Dann haben wir sie schnell installiert. Das hat sehr lange gedauert, weil wir das manuell gemacht haben. Die Version selber gibt es ja bei GOG. Es war ein bisschen komplizierter. Wir mussten dann erstmal auch Fallout wieder downgraden und dann meine Safe Games sichern, weil ich ja eigentlich auch noch ein aktives Fallout 4 Spiel habe, was ich jetzt dann auch eventuell nochmal weiterspielen wollte. Also es ist ein bisschen umfangreicher. Plant euch ein bisschen Zeit und vielleicht ein paar Frustgrenzen ein, falls ihr das auch probieren wollt. Aber vielleicht geht es bei euch auch viel einfacher als bei mir. Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich, sieht das fantastisch aus. Man sieht jetzt schon, wie viel Arbeit da drin steckt. Und wir sind ja noch gar nicht... in der Welt. Wir sind jetzt ja einfach noch in diesem ersten Anfangsgebäude und ich werde die Reise in jedem Fall fortsetzen. Also das war wirklich auch zeitlich jetzt nur, deswegen, weil wir so wenig Zeit hatten, ein ganz schneller erster Blick und würde mich trotzdem über Feedback freuen. Wie gesagt, das ist YouTube-exklusiv, es wurde gar nicht auf Twitch ausgestrahlt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, macht's gut.
Und war never changes. Ciao, Leute.